Heute zeige ich euch, wie man eine Briefecke an eine Tischdecke läuft. Man kann ihn auch gut an einem Rock, wenn hinten ein Schlitz ist, hinten eine Briefecke dran machen. Wäre dann natürlich nicht so breit, etwas kleiner. Und das zeige ich euch heute. Ist ganz schnell, sauber, toll gemacht. Also bis gleich. So, also die Briefecke an eine Tischdecke. Ich habe jetzt hier so einen Läufer. Jetzt habe ich erstmal 1 Zentimeter an alle beide Seiten schon mal umgebügelt. Die habe ich erst gesteckt und dann gebügelt. Bügeln ist sehr wichtig, ist schon der halbe Arbeit getan. Jetzt kommt, weil ich 5 cm Umschlag gern hätte, man kann aber auch 3 cm nehmen, schlage ich das jetzt um auf 5 und stecke das und wird auch gleichzeitig dann wieder gebügelt. Auch wenn die meisten nicht gern bügeln, aber es ist eben hier bei dieser Arbeit der Hälfte Arbeit verrichtet. Ist dadurch ganz einfach. Ich hatte immer einen Horror, wenn es hieß Tischdecken, gerade die Ecken. So. Jetzt nehmen wir ein Bügeleisen. Wieder rausnehmen. Wichtig, damit man den Kniff nachher hier hat, wo man weiterarbeiten muss dran. So, jetzt legen wir das auseinander, drehen das rum, dass man die rechte Seite sieht. Und hier ist ja, wo sich alle zwei Seiten treffen. Dieses Kreuz. Da drehen wir das jetzt einmal rum. Genau hier in der Mitte bleibt, bügeln wir wieder. So. So, jetzt habe ich das da gebügelt. Jetzt legen wir das. Na. So hier, also diesen Knick hier aufeinander, dass er sich hier trifft und da trifft. Also es muss hier eine Linie sein und das irgendwie im Rechteck. Wir zeichnen das jetzt hier an, weil das genäht wird, aber man kann das auch so, damit, das ist vielleicht eine bessere Gedächtnisstütze. Man legt ein Blatt Papier drauf, was rechteckig ist, und zeichnet dann hier diese Naht an. Da nähen wir vorbei. Da. Die ist jetzt schön gerad. Wer nachher geübt ist, braucht das Blatt Papier nicht. Der kann dann einfach ein Lineal nehmen, Strich ziehen und hier wird jetzt entlang genäht. Jetzt stecke ich das aber, damit mir das gleich auf die Nähmaschine nicht verrutscht. So, jetzt wird das hier entlang genäht mit dieselbe Farbe. So, jetzt habe ich das genäht und habe hier aber einmal hin und zurück und hier hinten auch, damit das auch schön fest bleibt. Jetzt habe ich diese Spitze, die schneide ich jetzt so 1 Zentimeter von der Naht entfernt ab. Weg. Und diese Ecke hier, die schneide ich auch einmal schräg. Da der Stoff ja, ist ja Leinenstoff, schon sowieso etwas dicker ist, wird das sonst hier hinten zu dick. Dann drehe ich das rum. Meine Ecke wäre eigentlich schon bald fertig. So,
Da hatte ich ja gebügelt, dadurch liegt das gleich schon. Aber wenn ihr das jetzt hier, wenn ihr das seht, wölbt sich das etwas. Und das hat der Grund, weil ich diese Naht nicht genäht habe, gebügelt habe. Also tue ich diese jetzt auseinander. Noch einmal zurück, auseinander. So. Und die dann bügeln, damit die schön flach bleibt. Sonst wölbt sich das nämlich so schön bügeln. Deshalb sieht man das, dass also Bügeln immer ganz wichtig ist. So. Jetzt können wir es wieder rumdrehen. So. Jetzt wäre die Ecke fertig. Hier ist aber durch dieses Rumdrehen, seht ihr, da muss man das mit, ich hole das jetzt mit der Nadel raus, die Spitze. Man kann es auch vorsichtig hier rein mit der Schere da reinstechen, aber ich hole das immer lieber mit der Schere raus, mit der Nadel raus. So, jetzt kann man, wenn man möchte, nochmal drüber bügeln, ist die fertig, die Ecke. Jetzt wird einzigste hier entlang nähen. Und dann wäre sie fertig. Sieht ja gut aus. Sauber, ordentlich, so wie es sich gehört. Und wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben. Und wir würden uns über jedes Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.